Einen wunderschönen, Entschuldigung, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem neuen Unboxing. Ich bin gerade überrascht, ich habe hier so ein langes Ding gekriegt. Ich habe ja so gar nicht nachgelesen, von wem das ist. Ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen, packe das mit euch aus. Ich erwarte ja nicht mehr viel, ich warte noch auf meine Lichterkette. Auf ein T-Shirt, was ich mir bestellt habe, warte ich... Also was innerhalb von Deutschland kommt. Achso, dann kann ich hier aufmachen. Aha. Ich muss ja mal aufpassen, dass ich mir nicht die halbe Foto mit aufschneide. Okay, ein Zettel. Versandkosten 2 Euro noch was. Ah, mein T-Shirt. Und... Visitenkarte der Firma. Das ist schön. So, da könnt ihr mal sehen, wo ich es her habe. Links werdet ihr auch in der Videobeschreibung finden. Da ist noch eine zweite Visitenkarte mit bei. So. Aber jetzt werden wir das auch erstmal auspacken. Da bin ich richtig gespannt. Ich habe mir leider nur ein T-Shirt bestellt. Weil das kostet 16 Euro noch was mit Versand, halt bin ich bei 19 Euro noch was mit bei. Umsatzsteuer noch dazu bin ich bei 22 noch was. Muss ich bei Amazon gucken, was ich bezahlt habe. Und ich hätte mir gerne mehr bestellt, aber ich hatte nicht so viel zur Verfügung, weil die haben noch ein geiles mit Selbstwickler und so. Oder oben und vielleicht ergibt sich's mal, dass ich mir die noch kaufe oder irgendwie. Die haben auch coole Wandtattoos mit so einem Totenkopf halt gesehen. Alter, schalt da so mit so Karten hält der so. Hot Rod und so. Richtig schöne Sachen, weil mir fehlt ja noch ein bisschen was für die kahle Wand da. Da, die ist ja ganz kahl. Und vielleicht hier, dann könnte ich die Fahne wegmachen. Von Veritas Maximus und könnte, da die mir den Wandtattoo hier auch nicht vorstellen, hat zwei Wandtattoos. Mal gucken. Aber die kosten halt auch dementsprechend Geld und ich muss da erstmal sparen für. Weil der T-Shirt, ah, das musste ich haben. Ich wollte eigentlich Selbstwickler auch haben, aber ich habe mir gedacht, Selbstwickler machst du denn danach. So. Ja, Größe sieht okay aus, habe es in der L bestellt. Und hier seht ihr das. Ich werde mal hier oben das so ein bisschen umkuddelmuddeln, dass ich das besser hier drauf kriege aufs Bild. Da seht ihr so den Clown. Und der hält da die Vape. Eine Boxmode, um genau zu sein. Und unten drunter steht Boxmode Vapor. Fand ich geil. Hat auf mich super gepasst. Und deswegen musste ich dieses T-Shirt einfach haben. Das müssen jetzt, ich mache euch mal nach unten, wir gucken uns das jetzt mal hier so ein bisschen an. Ja, sieht auch gut aus. Mit der Vape hier, mit den Schatten, mit dem Clown, mit dem Face. Yeah. Kommt cool. Boxmode Vapor. Fässt sich jetzt teilweise wie Flock fässt sich das an. Also wenn das wirklich ist, dann ist das genial, weil ich liebe Flock. Ich weiß nicht, der eine oder andere weiß, ich habe mir selber auch schon ein paar T-Shirts machen lassen, beziehungsweise Pullover, nach meinen eigenen Vorstellungen und so. Und ich liebe diese Kombination, wenn man was macht mit Flock. Das macht so ein... Ist besser als dieser Gummidruck. Wisst ihr, wie ich es meine? Ich finde, Flock ist halt... Sieht halt schick aus. Ja. So, und hier haben wir auch wieder... Also ich weiß es nicht 100%. Ich werde mal nachfragen, ob das Flock ist. Aber es fühlt sich
Teilweise wie Flock an hier. Das hier oben, das weiße nicht so ganz. Es ist so teilweise wie Flock, aber auch kein Gummi. Und das hier unten fässt sich fast wie Flock eigentlich auch an. Ja, und dann werdet ihr dann bestimmt in Zukunft, wenn ich ein Video mache über Boxmode oder so, dann werdet ihr mich hier sehen mit meinem Boxmode Vapor T-Shirt. Finde ich saugeil. Finde ich echt saugeil. War eine gute Anschaffung. War eine echt gute Anschaffung. Ich werde euch den Amazon-Shop, den eBay-Shop unten drunter verlinken unterm Video. Ich muss mal gucken, ich gehe mal auf die Webseite, was da noch alles hat. Ich werde euch alles einfach mal verlinken, dann könnt ihr euch das aussuchen, wo ihr bestellen wollt. Ich habe persönlich bei Amazon bestellt, wenn ihr das wissen wollt, weil ich bestelle eigentlich alles bei Amazon. Das weiß der ein oder andere ja schon mittlerweile. Ja, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Die Qualität ist eine echt schöne. Und das T-Shirt ist jetzt nicht so labbrig. Also, ja, ich muss ich nochmal auspacken. Hab so schön zusammengepackt. Wenn ich das jetzt so halte und so merke, wie die Qualität ist, es ist ein schöner fester Stoff. Ich hatte schon T-Shirts mir gekauft. Da ist der Stoff total, also nicht von ihm jetzt hier, also nicht von dieser Firma. Ich meine allgemein. Da ist der Stoff so weich. Also die wäschte 4, 5, 6 Mal. Teilweise die Nähte auf oder Löcher kommen rin oder was weiß ich. Und hier, das ist ein sehr, der fässt sich sehr robust, sehr kräftig an. Also das ist nicht so ein dünne Dirlumpe. So, das wollte ich nur noch gesagt haben. Oh, ich finde es so geil. Ich muss es euch noch immer zeigen. Guckt euch das Ding nochmal an. Ist das nicht geil? Box Mode Rebel. Ich glaube, ich bin schief, so muss es sein, dass es gerade ist. Ist das geil oder ist das geil? Ich finde das geil. Und so in etwa gibt es auch noch eins, aber der hält keine Box, sondern eine normale Vape. Und es steht unten drunter, Selbstwickler. Das ist das nächste, was ich mir holen werde. Selbstwickler oder mit Ohm, Sub-Ohm. Sub-Ohm haben sie auch. Oh ja, das vielleicht auch noch. Na, mal gucken. So, das soll es jetzt wirklich soweit gewesen sein. Ich so wollte ja nur mal ein kurzes Infovideo machen, dass ich mir ein T-Shirt bestellt habe. Wenn es euch interessiert, ich werde mir jetzt demnächst noch ein paar Vape-T-Shirts kaufen, beziehungsweise auch mal ein Pullover, denn wenn es euch interessiert, mache ich da gerne auch Videos zu. Schreibt in die Kommentare, schreibt mich per PN an oder was weiß ich. Bin ja überall vertreten. Der eine oder andere hat mich ja bei Facebook, Twitter und was weiß ich auch geedit. Schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich werde mich drum kümmern. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.